Herzlich willkommen zur Musikschule Joy of Music Online-Unterricht. Mein Name ist Thorsten Krause. Ich komme heute mit einem wirklich wichtigen Thema zu euch. Das Thema lautet: Wie übe ich eigentlich richtig? Hand aufs Herz. Ganz oft hängt mein Üben vielleicht als Schüler davon ab, dass ich überhaupt dran denke, dass ich dann auch noch gerade Zeit habe, und dass vielleicht nicht irgendwelche Aufträge noch auf mich warten oder dass ich unterwegs bin und habe gerade gar keine Möglichkeit, zu meinem Instrument zu greifen. Und dann kommt es eben vor, dass man vielleicht nur einmal oder zweimal die Woche übt. Dann stellt sich die Frage, was übe ich denn überhaupt? Ja, auf jeden Fall mal die Hausaufgaben. Aber ist es damit getan? Und wenn mein Lehrer sagt, ich soll eine halbe Stunde üben, boah, eine halbe Stunde immer wieder das Lied durchspielen. Genau darum geht es. Also meine Aussage ist, übe bitte ab jetzt täglich 10 Minuten zu einer festgesetzten Zeit, vielleicht sofort nach deinen Hausaufgaben. Oder du als Erwachsener, setze dir einen Zeitplan, wo du sagst, ich kann jeden Abend um 19 Uhr üben oder ich kann jeden Morgen um 8 Uhr, 8:30 Uhr üben. 10 Minuten pro Tag bringen 1000-mal mehr als einmal in der Woche eine Stunde. Wie übe ich? Ja, dafür habe ich dieses Blatt hier so ein bisschen entwickelt, persönliches Training. Das Ganze ist in Phasen eingeteilt. Also ich habe eine Einspielphase, ich habe eine Technikphase, eine Projektphase, eine Improvisation oder freie Spielphase, hier oben auch eine Phase, wo ich einfach nur Spaß und Freude haben möchte mit meinem Instrument. Jetzt wird der Erste sagen, ja, wie soll ich denn das in 10 Minuten schaffen? Darum geht es auch gar nicht. Wenn ich mir 10 Minuten vornehme jeden Tag, dann kann ich mir vielleicht jedes Thema vornehmen, dass ich sage, also am ersten Tag mache ich 10 Minuten nur eine Einspielphase. Lange Töne spielen, hören, sind sie sauber gespielt, ja, und kann vielleicht lauter oder leiser werden, langsam. Also darüber wird es auch ein eigenes Video geben und ihr werdet merken, es ist unglaublich. Technikphase, Tonleiter, Skalen, schnelle Melodieläufe, Fingerwerkstatt, also 1-2 Takte von einem Lauf, der nicht funktioniert, den ich immer wieder hintereinander üben muss. Ja, meine Projektphase ist natürlich meine Hausaufgaben oder was ich sonst vielleicht für ein persönliches Projekt für mich habe. Lieder auswendig lernen zum Beispiel. Ja, Improvisation, da wende ich dann im Grunde an, was ich hier in meiner Technikphase an Skalen erarbeitet habe, zu Blaylongs MP3s. Hier oben im Bereich Spaß und Freude, da sollte ich mir ein persönliches Repertoire aufgebaut haben. Von bis zu 10 Stücken vielleicht, die ich wie so eine Art Bühnenprojekt sehe. Und wenn ich die spiele, dann stelle ich mir vor, ich würde diese auf der Bühne jetzt gerade vorstellen und präsentieren. Diese Bereich Spaß und Freude kommt im Übrigen ganz oft zu kurz bei Schülern. Also nehmt euch dafür Zeit. 10 Minuten am Tag ist 1000-mal besser als eine Stunde pro Woche. Das ist meine Aussage. Und Schüler, die diesem Rat folgen, sind den anderen nach kurzer Zeit bei weitem voraus. Was ein Schüler, der jeden Tag 10 Minuten übt, in einem Jahr schafft, dafür brauchen andere vielleicht 2 oder 3 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur meine Aussage, sondern auch andere Dozenten und Lehrer geben das zum Besten. So auch ein aus meiner Sicht wirklich professioneller Klavier-Online-Lehrer. Den Link stelle ich unten in den Kommentar rein und hört euch mal an, was der zum Thema Üben zu sagen hat. Der geht zwar auf 15 Minuten, ich auf 10 Minuten, das soll uns nicht stören, aber schaut euch auch dieses Video ruhig mal an. Die Inhalte werden also jeweils nochmals per Video im Grunde gezeigt werden. Für euch schon mal wichtig, ab heute macht einen Vertrag mit euch selbst, ja, setzt euren Namen ein, die Übezeit, wann ihr üben wollt, 10 Minuten am Tag. 10 Minuten für euer Hobby
kann nicht zu viel sein pro Tag. Was macht man alles am Tag, was länger als 10 Minuten dauert? Ja, und vielleicht total unnütz ist. Also 10 Minuten für euer Hobby und ich gebe euch Brief und Siegel, dass euer Fortschritt nach oben geht. Und dann setzen wir noch auf Qualität beim Üben. Ja, dazu wird es Videos geben, da gehe ich heute nicht näher drauf ein. Dieses Blatt könnt ihr auf meiner Musikschulseite im Download-Bereich finden. Und zwar wird es ein extra Thema geben, wie übe ich richtig. Und da könnt ihr das downloaden und könnt schon mal so ein bisschen schauen, wie das geht. Aber wie gesagt, schaut immer wieder mal rein. Es wird über jeden einzelnen Punkt ein eigenes Video geben. Ich wünsche euch viel Freude beim Üben, viel Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, gerne auch mal in den Kommentar schreiben, wie es euch mit dem Üben geht. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut.